In diesem Video werde ich dir zeigen, wie du aufhörst, das Leben anderer Menschen zu leben und anfängst, dir ein Leben nach deinen eigenen Vorstellungen zu erschaffen. Auch wenn du vielleicht denkst, dass du bereits vollkommen frei davon bist, was andere von dir denken oder zu dir sagen, ist es sehr wahrscheinlich, dass du noch sehr abhängig von anderen bist. Denn letztendlich machen wir sehr vieles, nur um anderen etwas zu beweisen, sie zu beeindrucken, anderen zu gefallen oder den Erwartungen oder Normen von anderen zu entsprechen und sind dadurch indirekt fremdbestimmt. Hi, mein Name ist Dominik Berntaler und ich helfe Menschen, sich persönlich weiterzuentwickeln, um sich so ein Leben nach eigenen Vorstellungen aufzubauen. Wenn du also neu auf diesem Kanal bist, dann abonnier doch den Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen, die dir dabei helfen, dein Leben zu verbessern. Aber was genau bedeutet es jetzt eigentlich, ein Leben in Freiheit und Unabhängigkeit zu leben? Ein Leben in Freiheit und Unabhängigkeit bedeutet in meinen Augen in jeder Hinsicht, das Leben nach eigenen Vorstellungen zu leben und dass die Richtung deines Lebens nicht von anderen bestimmt wird. Die Einflüsse anderer Menschen auf unser Leben können die unterschiedlichsten Formen haben. Oft verfolgen wir gewisse Projekte oder Ziele nur, weil es unsere Eltern so wollen oder weil wir den Erwartungen und Normen der Gesellschaft entsprechen wollen. Oder aber auch, wir machen uns sehr viel Gedanken, was andere über uns denken würden, wenn wir jetzt Entscheidung A oder B treffen. Genauso auch lassen wir uns von der Angst vor Ablehnung zurückhalten, gewisse Dinge zu tun oder legen nicht los aus Angst davor zu scheitern und dann dumm dazustehen. Denn das, was die meisten Menschen kurz vor ihrem Tod bereuen, ist es, nicht das Leben gelebt haben, das sie eigentlich wollen, sondern ein Leben, das den Vorstellungen anderer entspricht und dass sie nicht den Mut gehabt haben, ihr eigenes Ding zu machen. In der Regel spielen dabei viele Glaubenssätze eine Rolle, die dafür sorgen, dass wir das Leben anderer Menschen leben. Gedanken wie, ich bin nicht gut genug, ich muss es anderen beweisen, ich muss anderen etwas recht machen, ich darf nicht abgelehnt werden, ich darf nicht versagen, ich muss immer gut dastehen, ich darf nicht schwach sein und so weiter. Diese Glaubenssätze sorgen letztendlich dafür, dass wir unsere Entscheidungen nicht gemäß unseren inneren Wünschen und Antrieben treffen, sondern immer ein wenig blockiert sind und davon gesteuert, was andere über uns denken. Wenn du es schlussendlich schaffst, diese Gedanken abzulegen und aufzuhören, fremdbestimmt zu sein, dann wirst du auch viel mehr Antrieb und Motivation haben, an deinem Traumleben zu arbeiten und wirklich die Ziele zu erreichen, die du tief in deinem Inneren willst. Dein Leben und dein Vorankommen wird dann auch nicht mehr dieser ständige Kampf, weil du dich wieder mit deinen Antrieben verbindest und die Inspiration dich dann automatisch ins Handeln bringt. Punkt 1 ist es, dir klarzumachen, dass das Leben viel zu kurz ist, um es nur nach den Vorstellungen anderer zu leben und nicht das zu machen, was du eigentlich wirklich tun willst. Auf der anderen Seite ist es auch viel zu lang, um das Leben anderer zu leben. Denn du willst ja nicht die nächsten 20, 30, 40 Jahre etwas tun oder etwas nachrennen, das du eigentlich nicht tun willst. Und glaub mir, du wirst dir auch nie wieder Gedanken darüber machen wollen, was andere denken, wenn du erst einmal erfahren hast, wie es sein kann, wenn du diese Gedanken los wirst. Denn letztendlich ist es so, egal wie oft du dabei scheiterst oder auf Probleme stößt, auf dem Weg zu deinem Traumleben beispielsweise, oder wenn du dir ein Business aufbaust, das du dir immer schon aufbauen willst, es wird immer besser sein, da auf dem Weg zu scheitern oder Probleme zu haben, als das Leben anderer zu leben. Der zweite wichtige Aspekt, um aufzuhören, das Leben anderer zu leben und mehr dein eigenes Leben zu leben, ist es zu beginnen, deine limitierenden Denkmuster über dich selbst aufzulösen. Denn wenn du denkst, dass du selbst nicht gut genug bist, egal in welcher Form, dann wirst du immer mehr auf die Meinung anderer geben als auf deine eigene. Wenn du dir selbst und deinen Zielen nicht vertraust, dann ist es schlussendlich auch logisch, dass du viel mehr auf die Meinung von anderen vertraust, von deiner Familie, von deinen Freunden und viel weniger auf deine eigene innere Stimme hörst. Wenn du aber das Vertrauen in dich selbst stärkst, dann legst du auch automatisch die Angst vor der Meinung anderer ab. Du wirst leichter ins Handeln kommen und weniger Angst haben zu scheitern. Du fängst dann automatisch auch an, authentischer zu werden, weil du merkst, dass du keine Fassade aufrechterhalten musst. Und du wirst immer mehr den Weg gehen, den du eigentlich wirklich gehen willst. Wie du dein Selbstvertrauen stärkst, dazu habe ich ja bereits einige Videos gemacht. Beim Thema einschränkende Denkweisen ist es unglaublich wichtig, zum Ursprung zu gehen, wo diese Blockaden entstanden sind. Es kann sein, dass du deinen Eltern oder den Ansprüchen deiner Lehrer nie gerecht wurdest und es immer nicht gut genug war. Oder dass sehr viele deiner Denkweisen auch den Ursprung haben deiner alten Freunden, die die Sicht auf das Leben oder auf die Welt von dir stark beeinflusst haben. Wenn du den Ursprung dieser Gedanken erstmal kennst, dann wird es dir im zweiten Schritt auch viel leichter fallen, sie loszulassen. Denn schlussendlich sind diese Gedanken nichts als Geschichten, die wir uns damals in der Unwissenheit begonnen haben, selbst zu erzählen. Und die uns sozusagen eintrichtern, dass irgendwas mit uns nicht stimmt oder nicht gut genug wäre.
Diese Geschichten sind aber letztendlich nicht wahr, denn dein Wert als Person lässt sich selbstverständlich nicht anhand von Ereignissen aus der Vergangenheit messen. Das ist nur das, was uns die Gesellschaft und unser Umfeld unterbewusst einprogrammiert haben. Nachdem du dich damit auseinandergesetzt hast und diese Blockaden aufgelöst hast, ist es wichtig, im zweiten Schritt dann zu entscheiden, was für ein Leben du tatsächlich leben willst. Dabei reicht es auch nicht aus, sich einfach nur ein paar Gedanken zu machen, sondern du musst diese Gedanken wirklich klar definieren und zu Papier bringen, denn sonst wirst du leicht wieder in alte Muster verfallen, wo es dann wieder nur darum geht, anderen was zu beweisen oder über dich irgendeine Aussage oder Beweis zu treffen. Schreib dir also genau auf, was sind deine Werte, nach denen du leben möchtest? Was sind deine Antriebe? Was sind deine Ziele? Wie sieht dein Traumleben aus? Was sind Dinge, die in deinem Traumleben vorkommen sollen? Sei es jetzt auf materialistischer Basis, also was du mal haben möchtest, aber genauso auch, was du erleben und was du fühlen möchtest, wie sozusagen dein idealer Tag aussehen soll, wie du dich fühlen möchtest und so weiter. Die meisten Menschen wissen eigentlich gar nicht genau, was sie wollen. Und wenn du nicht genau weißt, wo die Reise hingehen soll und wie dein Traumleben aussieht, dann wirst du natürlich auch nie dort ankommen, sondern immer nur das Leben nach anderen Vorstellungen leben. Immer nur den Beweis antreten, dass du es vielleicht doch drauf hast. Oder den Wünschen, Idealen und Vorstellungen anderer Leute folgen. Eine sehr wertvolle Frage hierbei ist meiner Meinung nach die Frage, was würdest du haben und erleben wollen, wenn es niemals jemand anderer erfahren würde? Also gehen wir davon aus, du könntest haben und erleben, was du willst, aber niemand würde jemals davon wissen. Weil wenn du diese Frage ehrlich beantwortest, siehst du, was die Dinge sind, die du wirklich willst im Leben, die wirklich deine Antriebe sind und im Umkehrschluss nur die Dinge, die du haben willst, um es anderen zu beweisen. Im nächsten Schritt brauchst du dann natürlich auch noch eine Strategie, um dein Traumleben zu erreichen. Bei der Strategie ist es aber wichtig, dass du nur die nächsten Schritte wissen musst. Du musst nicht wissen, wie der Weg vom Anfang bis zum Ende aussieht, sondern nur, was die ersten Schritte sind und dann mit der Umsetzung zu beginnen. Denn auf dem Weg wirst du sowieso immer wieder feststellen, dass die Dinge anders funktionieren, dass du vielleicht eine andere Methode oder eine andere Strategie brauchst, um tatsächlich an dein Ziel zu kommen. Bei der Strategie orientierst du dich am besten an denjenigen Menschen, die schon dort stehen, wo du hin möchtest. Sei es durch Coachings, durch Seminare und durch Bücher. Und hierbei ist es wichtig, nicht an den falschen Ecken zu sparen. Denn es ist viel leichter tatsächlich, dir dein Traumleben aufzubauen, wenn du jemanden hast, der dir einfach den Weg vorgibt. Der dir sagt, was die Fehler sind, die du vermeiden kannst und wie du schnellstmöglich auf den richtigen Weg kommst und möglicherweise auch die eine oder andere Abkürzung nimmst. Kostenlose Videos wie dieses hier sind natürlich auch hilfreich, aber jede Investition in dich selbst wird sich doppelt und dreifach auszahlen, weil du dir einfach unglaublich viel Zeit sparst, weil du den Weg direkt von A nach B gehen kannst, anstatt stundenlang, wochenlang im Internet hin und her zu recherchieren und ständig falsch abzubiegen und dann zu merken, dass es doch nicht so funktioniert, wie du es eigentlich möchtest. Und dann kommt natürlich noch ein wichtiger Schritt, nämlich die Umsetzung. Aber wie kommst du jetzt wirklich dauerhaft in die Umsetzung, sodass du immer wieder an deinen Zielen arbeitest und dir ein Leben nach eigenen Vorstellungen aufbaust? Der erste Schritt ist grundsätzlich schon getan, weil du weißt jetzt, wo du genau hin willst. Und im zweiten Schritt musst du dir sozusagen die Gründe deiner Antriebe auch immer wieder vor Augen halten. Denn in 99% der Fälle, wenn ich mit Menschen rede, die sagen, sie haben ihre Motivation verloren oder spüren keinen Antrieb mehr, dann liegt es daran, dass sie einfach ihre Ziele, ihre Wünsche und ihre Antriebe aus den Augen verloren haben und die Verbindung sozusagen fehlt. Sie arbeiten nur noch an einem Unternehmen des Unternehmens willen sozusagen und schrauben da nur die Zahlen nach oben, anstatt wirklich etwas zu machen, das sich tatsächlich positiv auf ihr Leben auswirkt und ihnen immer und immer wieder einen Schritt und ein Stück mehr von ihrem persönlichen Traumleben gibt. Dann brauchst du klarerweise natürlich auch die nötige Energie und Fitness, um an deine Ziele zu kommen. Grundsätzlich, deine Energie und dein Fitness ist sozusagen die Basis von jedem Erfolg. Also egal, worüber wir auch auf diesem Kanal sprechen, du brauchst sozusagen einen körperlichen Zustand, der auch wirklich zulässt, dass du an deinen Zielen arbeitest und dein Leben nach eigenen Vorstellungen aufbaust. Denn wenn du permanent müde bist, permanent antriebslos oder auch krank, dann wirst du sehr, sehr große Schwierigkeiten haben, tatsächlich dir auch ein Leben nach eigenen Vorstellungen aufzubauen. Deshalb ist es wichtig, geh regelmäßig zum Sport, ernähr dich gesund, achte auf ausreichend Schlaf und auf eine gesunde Ernährung. Habe ich schon erwähnt, aber kann man auch zweimal sagen. Außerdem wird es dir auch massiv weiterhelfen, in die Umsetzung zu kommen. Wenn du jemanden hast, der dich auf deinem Weg begleitet oder aber auch Mastermind-Gruppen mit Menschen, die auf dem gleichen Weg sind und die gleichen Ziele haben wie du.
Dann weißt du nämlich, dass es immer jemanden gibt, der dir über die Schulter schaut und dich unterstützt und schaut, ob du tatsächlich umgesetzt hast, was du gesagt hast, dass du tun wirst. Das ist der ultimative Umsetzungsbooster. Egal, ob das jetzt ein Freund ist, eine Mastermind-Gruppe oder auch ein Coach oder ein Mentor. Dann hält dich nämlich nicht nur jemand für die Umsetzung deiner Strategie verantwortlich, sondern du bekommst auch gleichzeitig Unterstützung und Ratschläge auf deinem Weg, um schneller voranzukommen. Wenn du selbstständig bist oder Unternehmer und wenn du möchtest, dass ich dir persönlich dabei helfe, deine vollen PS auf die Straße zu bringen, ohne dich permanent selbst zu blockieren, dann trag dich jetzt ein für eine kostenlose Strategiesession mit mir und meinem Expertenteam. In dieser Session werden wir gemeinsam einen Schritt-für-Schritt-Plan erstellen, wie du die Blockaden auflösen kannst, die dich momentan noch davon abhalten, ein Leben nach deinen eigenen Vorstellungen zu leben. Wenn dir meine Videos gefallen und weiterhelfen, dann kann ich dir garantieren, dass dich ein 1:1 Gespräch noch massiv weiterbringen wird. Klick jetzt auf die Endcard oder auf den Link in der Videobeschreibung und trag dich ein für eine kostenlose Strategiesession.